Wie sehen nun die Wanderungen der einzelnen Germanenvölker aus? Im Folgenden möchte ich einen kleinen Überblick geben. Ausgelöst und begleitet wurden die Wanderungen durch das Vordringen der Hunnen. Es ist prinzipiell zu unterscheiden. Die groß angelegte Völkerwanderung war eine Wanderung der ostgermanischen Stämme wie der Goten. Diese Wanderungsbewegung erfolgte von Osteuropa aus nach Süd- und Mitteleuropa, schließlich nach Gallien und Spanien. Einzelne Gruppen gingen sogar bis nach Afrika. Die direkt an das römische Imperium angrenzenden Völker des freien Germaniens hingegen wanderten nur kurze Strecken. Daher dürften diese Völkerschaften auch homogener gewesen sein als die Ostgermanen. Diese Ostgermanen gingen dann meist auch in der Vorbevölkerung auf. Zu berücksichtigen ist hier allerdings auch, dass der Name Völkerwanderung zu viel verspricht. Insgesamt dürfte es eine Wanderung in der Bevölkerungsdimension einer heutigen Kleinstadt gewesen sein. Die Goten sind ein polyethnischer Sammelverband, der uns unter verschiedenen Namen und Teilgruppen entgegentritt. Sie waren von der Ostsee in das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres gekommen und stießen Richtung Donau vor. Größte Gruppen sind die Greutungen, Ostrogoten bzw. Ostgoten und die Derwingen, Visigoten, Westgoten. Das Vordringen der Goten ist mit dem Auftreten der Hunnen verknüpft. Im Heer der Goten dürften sich auch bereits Alanen und unzufriedene Hunnen befunden haben. Die schon erwähnten Ostgoten waren Steppenbewohner und wanderten von Südrussland zuerst nach Dacien. Ein bedeutender König war Ermanerich. Sein Reich umfasste weite Teile Osteuropas, von Südrussland bis in den Ostseeraum und den Ural. Ermanerich konnte zahlreiche Völker in dieser Region zu Tributzahlungen zwingen. So hieß es, er herrsche über alle Völker Skythiens und Germaniens. Nach dem Sieg über die Greutungen nahm Hunnenführer Balamba eine Gotin zur Frau. Diese Ereignisse dürften sich um 375 stattgefunden haben. Danach leistete ein kleiner Teil unter Widimir weiter Widerstand. Nach dessen Tod wurde der minderjährige Sohn König, die Herrschaft aber wurde von den Duzes, Alatheus und Safrax ausgeübt. Diese beiden führten die noch freien Greutungen nach Westen. Damit beginnt die Völkerwanderung. Von der unteren Donau aus wandte sich 488-89 Theoderich im Auftrag und als Heermeister Kaiser Zenons nach Italien. Hier errichtete er nach längerer Auseinandersetzung mit Odoaker 493 ein eigenes Reich. Odoaker war Germane und wuchs wahrscheinlich am Hof Attilas auf. Er leistete nach Zerfall des Hunnenreiches Söldnerdienste in Gallien und Italien. Dort wurde er zum Rex erhoben und setzte 476 Kaiser Romulus Augustulus ab. 493 wurde Odoaker durch Theoderich getötet. Das Reich Theoderichs war sehr stabil und stellte das letzte Aufblühen antiker Kultur dar. Theoderich versuchte, das Weströmische Reich zu erhalten. So wurde der Verwaltungsapparat übernommen, allerdings eine germanische Hofverwaltung eingeführt und auf den König konzentriert. Die Ostgoten blieben eine Minderheit im Staat, allerdings bewusst getrennt von den Römern. Nach Theoderichs Tod 526 erfuhr das Reich einen schnellen Niedergang. Nach mehreren Aufständen wurden Thronanwärter und Familienangehörige ermordet. Diese Spannungen führten zu einem byzantinischen Eingreifen unter dem Feldherrn Belisar und Narses. Sie eroberten weite Teile Italiens für Ostrom. Die letzten Ostgoten unterlagen 552
den Byzantinern. Das Ostgotenreich hatte nur zwei Generationen überdauert.